Mahlzeit, Jungs. Ja, ihr fragt euch ja jetzt alle, ihr habt das Video gesehen mit dem Eberkörbchen, mit dem Sportline Cabrio hier. Was passiert damit? Also ich habe meinem Kumpel, wie gesagt, das Cabrio ist hierher gekommen. Wir sagen mal so, was wird mit dem Cabrio passieren jetzt? Also das Cabrio hat er mitgebracht, wie gesagt, ihm gehören beide Fahrzeuge, die hier stehen. Er hat das gleich mitgebracht, dieses Fahrzeug ist auch noch zugelassen. Der nicht, wegen holländischer Zulassung. Und er hat gesagt, guck da mal gleich mit drunter. So, das haben wir ja heute getan im Video. Wie gesagt, er wollte eben wissen, was ist kaputt, was müssen wir machen und fertig. So, jetzt haben wir entschieden, wann wollen wir das machen. So, er hat den hier, der ist noch da, der. Also, er wird den Wagen jetzt erstmal wieder mitnehmen. Kann den ja so fahren, wie er ist. Ne, da ist ja sonst nichts mit der Kiste. Und wenn der hier seine Zulassung hat und den Hof verlässt, tauschen wir durch, dann bringt er den wieder mit. Und dann machen wir da Krümmer, weil jetzt alles auf einmal, wenn ich da jetzt auch noch wieder Krümmer rausnehme und Auspuffanlage, dann habe ich hier noch eine Leiche in der Ecke stehen. So, dann habe ich hier noch den Smart, der muss unbedingt fertig. Ne? Und der hier muss ja auch unbedingt jetzt seine Zulassung kriegen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ich stelle den jetzt gleich wieder raus, schraub die Kennzeichen dann nachher wieder dran, dann holt er den ab, nimmt den erstmal wieder ein paar Wochen mit. Und wenn der hier fertig ist, tauschen wir das durch. Dann ist ein Auto weg, der wieder hier und dann kommt der auseinander. Weil dann hätte er den zum Fahren. Na, er hat zu Hause auch nur ein Auto mit Familie und vorher hatte er zwei. Und jetzt sind hier, stehen hier nachher zwei Leichen. Ne? Stell mal vor, nachher passiert irgendwas mit dem T5 und er müsste ein Auto unbedingt haben. Dann hat er keins, weil er ohne Krümmer dasteht. Deswegen haben wir gesagt, komm, der pfeift zwar nur ein bisschen, nimm den erstmal mit, dann hast du ein Notfallauto. Na, wir müssen das nicht unbedingt jetzt hier in den nächsten Wochen über Krampf, über Kopf brechen. Ich habe hier noch genug stehen von meinen Jungs. Ne? Das sind alles hier von meinen Freunden. Das ist von meinem Kumpel. Das ist auch von meinem Kumpel Sascha noch hier. Das ist mein Turbo Golf. Das ist auch von meinem Kumpel, der in der Mitte ist. Speziell, da sage ich noch nichts zu. Da machen wir noch was mit. Ja. Ja, so ist erstmal der Plan. Ich würde sagen, wir reißen die Kiste jetzt einfach an. Ich hole mir mal meinen Kameraständer. Und dann fahren wir die Kiste einfach mal runter. Ich habe ein bisschen aufgeräumt hier, habe mir hier noch so eine Zusatzkiste rangebaut und da oben so eine Stange rüber, weil mich das so ein bisschen gestört hat. So, pass auf, jetzt habe ich so viel gelabert, wollte hier rein, aber was wollte ich holen? Jungs, das habe ich jetzt vergessen. Ach so, meine Stativmuffe. Die ist natürlich drin, aber drinnen läuft Musik, also GEMA-Schutz. Also muss ich sagen, Jungs, bis gleich. Wie gesagt, der zischelt auch nur so ein bisschen, ne? Wenn der wärmer ist, hört das ein bisschen auf. Trotzdem hört sich das scheiße an. Fährst so ein schönes Auto und das ist immer das hässlichste Geräusch, was du haben kannst, ne? So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal den nächsten Schlüssel. Den hatte ich nämlich schon mit rausgebracht. Weil wir haben ja hier schon das nächste Opfer stehen. Den fahren wir erstmal ein Stück zurück und zur Seite, damit wir den
den Einser schön rausfahren können, stelle ich den mal eben kurz auf den Rasen. Da, wo ich den eigentlich heute erst weggeholt habe. Mal gucken, wie der anspringt. Oh, der riecht nach GFK. Der läuft wie ein Uhrwerk. Ne? Dann stellen wir den mal ein Stück zurück. Stellen wir ihn genau dahin. Mach mit dem Erdbeerkörbchen hier schön durch. Dann nehmen wir den Zweier gleich mit auf den Hof. Aber da muss ich Bobby gleich eben wegpacken, weil sonst kault der uns hier die ganze Zeit zwischen. Der ist ja nervöser als jeder andere. Guck mal, komme ich mit dem Erdbeerkörbchen super lang und dann den wieder nach hinten und dann habe ich auch wieder Platz. So ein bisschen. Aber er steht hier schon direkt vor. Siehst du ja. Ja, ne? Als wenn wir 20 Jahre nicht da waren, ne? Ja, du willst auch immer mitfahren und überall hin, ne? Also Jungs, ich bringe den mal eben weg und dann haben wir hier freie Bahn. So, ich habe den Hund weggesperrt. Dann fahren wir das Schätzchen mal raus. Ne, ist schon gar nicht mehr so laut, hört mal. Schon richtig leise geworden. Ne, da kannst du ja noch mitfahren, das ist ja jetzt nicht so krass, dass das nicht mehr geht. So. Der Gang ist drin, hat aber gehakt, lag das jetzt an mir. Die Kupplung ist schon sehr, sehr eigenartig. So richtig wabbelig. So, dann würde ich sagen, knallen wir da hinten rein. Knallen wir da rein. Hier ist noch Platz. Klack, fahren wir ein bisschen vorwärts. Fahrrad hätte ich da vielleicht noch wegstellen können. Die Servo ist auch so ein bisschen am Zocken. Wenn du nicht so viel Drehzahl hast, also von der Drehzahl könnt ihr auch noch mal ein bisschen höher. Aber das machen wir alles dann. Schaltgestänge ist auch ausgeschlagen bis zum Mond. Aber richtig bis zum Monde. So, das sollte passen. Auf jeden Fall passt das. Dann ist der Plan, nämlich jetzt den hier hinzustellen. Lass ich den hier eben laufen, ziehe die Handbremse und wir nehmen den Zweier wieder mit. Den Zweier nehmen wir wieder mit rein. Die Leute gucken auch blöd immer, was hier los ist. Dann hat er mal einen Einser, dann hat er mal einen Zweier. Dann hat er mal einen Fünfer. Alles dabei. So. Knallen wir mit dem jetzt erstmal hier zurück. Müsste eigentlich alles so passen. Habe ich eigentlich augenscheinlich so berechnet. Könnt ihr ja ein bisschen drauf rumeiern. Ja, klar, mal Platz. Das ist in der kleinsten Hütte. Das sage ich immer wieder. Dann können wir den schön nach hinten tuckern. So. Können wir den gleich vernünftig hinstellen? Fenster runter. Vor mir ist nichts außer der Kompressor. Kommt ja da schön hin. Mal gucken. Fast die ganze Zeit selber gefällt dir. So, ich würde sagen, Führerscheintest bestanden. Wie war das noch? Gang raus, Motor aus, Handbremse ziehen, Zündschlüssel raus, Lenkradschloss rein, Gang auch noch rein. So, Herr Prüfer, wir haben alles drin, was geht. Geben Sie grünes Licht? Aber na klar. So,
Golfchen steht. Haben wir hier 6 Ender treffen. Zack. Das sind immer, da muss man immer aufpassen. Moin, Heiner. So. Dann haben wir hier komplett durchgetauscht. Dann fahren wir den jetzt wieder ein Stück zurück. Dann kriegt er seine Kennzeichen wieder, würde ich sagen. Und dann war's das. Also Jungs, wir sehen uns wieder, wenn dieses Kfz wiederkommt. Haut rein.